Ich grüße euch Leute. Neue Grinding-Ausgabe heute zum Sonntag zu WWE Champions. Ich habe einiges mit euch vor und zwar möchte ich mit euch auf jeden Fall mindestens einmal den Sunday Heat komplett durchspielen. Weil Leute, ihr wisst, ich will unbedingt meine fehlende Bobby Heenan-Jacke endlich haben. Zum VS-Modus, ich habe es wirklich versucht, Leute. Dort bis 1400 zu kommen. Hab dann aber oft gehört, weil mir fehlt wirklich noch so ein Brecher, 3 Sterne Silber. Also vorher brauche ich das da wirklich gar nicht angehen. Umso wichtiger ist natürlich der gute Jerry Lawler für mich. So, dann fangen wir hier direkt mal an. Quatschen können wir nebenbei. Können uns hier, also der Sonntag ist immer so wichtig in diesem Spiel, Leute. Ganz einfach, um sich dort gute Marken zu holen. Heute ist Sonntag, Faction Feud ist vorbei. Und Leute, war das ein Graus. Also wirklich, wir haben es trotzdem mit dem Team, wo ich drinne bin, wir haben es durchgezogen und sind tatsächlich auf Platz 11 diesmal gelandet. Also von daher, das lief da wirklich gut. Aber da waren ja schon wieder die Serverprobleme. Das ist ja sowas von zum Kotzen. Ich bin da wirklich gespannt, wie Scopely das da irgendwann mal so ein bisschen auf die Reihe kriegen will. Also wirklich Faction Feud. Was da mit die Server los ist, da hast du keinen Bock. Und ich hoffe wirklich, dass das irgendwann mal klappt. Also, das ist so schlimm. So schlimm, aber naja. Aber naja. Und dann habe ich vorhin bei Facebook reingeguckt. Hier bin ich ja auch hier so auf dieser Like-Seite von WWE Champions Torte. Und da haben sie für nächste Woche ein Event angekündigt, wo tatsächlich das erste Mal eine 4-Sterner-Marke dort zu erspielen sein wird. Deshalb nehme ich mal an, wird dort auch auf jeden Fall eine 3-Sterne-Gold-Marke zu erspielen sein. Also eigentlich die eine Marke schlechter, die wird dort eigentlich immer mit bei den Preisen, ist die mit dabei. Und deshalb bin ich da sehr gespannt und es soll halt wirklich so ein richtiges Special-Ding da kommen, was weiß denn ich. Da bin ich da wirklich, bin ich richtig gespannt, was dort da jetzt auf uns zukommt. Morgen Montagabend 21 Uhr werden wir mehr wissen. Wird dann, denke ich mal, im Laufe der Woche auf jeden Fall auch ein Video dazu von mir kommen. Und dann werden wir ganz einfach mal sehen. Ich bin auf jeden Fall heiß wie Frittenfett, Leute. So, machen wir mal so. Oh, jetzt hat er hier natürlich wieder eine... Nimmt er nicht? Ja, spielen wir mal ein bisschen defensiv. Nehmen wir ihm die weg. Nicht, dass er sich das dann noch krallt. Ja, und dann, mich hat es eigentlich ein bisschen geärgert, weil ich wollte eigentlich die Grinding-Ausgabe, da wollte ich mit euch ein paar Faction-Field-Kämpfe mitmachen, hab dann aber halt auch erst später mitgekriegt, Mensch, das geht ja bloß bis Samstag, weil, wie gesagt, ich wollte da mit euch ein bisschen was machen, ich hatte aber gestern Samstag jetzt nicht so die Zeit gehabt, da jetzt so groß ein Video aufzunehmen, das sieht da heute halt ein bisschen anders aus, deshalb soll uns nicht weiter stören, wir haben trotzdem genug zu tun in Form dieses Sunday-Heat-Events. So, und dann können wir hier unseren Finisher machen. Und dann ist gut, Leute. Ja, und allgemein muss ich auch sagen, ich hatte ja jetzt frei gehabt eine ganz lange Zeit und ab morgen beginnt dann auch für mich wieder der Alltag. Leute, und da dürft ihr es mir dann auch nicht übel nehmen. Es wird definitiv jeden Tag ein Video kommen von mir. Thema ist dann halt wirklich unterschiedlich. Das wird mal entweder eine Folge Let's Play sein, es wird ein Video zu Supercard, Tapmania oder zu Champions sein. Oder halt außer der Reihe irgendwas. Aber es wird halt jeden Tag wirklich bloß noch eins sein. Das ist halt ganz einfach der Alltag. Und ich bin dann auch immer erst ja vor 4, halb 5 bin ich da immer nicht zu Hause. Und das ist dann natürlich auch immer eine etwas schwere Geschichte. Da euch dann, wie es jetzt zum Teil manchmal war, euch da täglich dann manchmal mit 2 Videos zu versorgen. Aber das soll überhaupt nicht schlimm sein. Wenn dann wieder Wochenende ist, das sieht dann wieder alles ein bisschen anders aus. Ich muss mich da jetzt auch erstmal finden. Dass wenn dann der Alltag quasi ist, wie das dann hier für mich mit den Videos produzieren und alles so wird. Aber Leute, das kriegen wir alles hin. Ich werde auf jeden Fall grün nehmen, dass ich da seinen Move machen kann hier. Rot will ich mir eigentlich aufheben. Wir machen mal so. Wir machen so, ja, der Move ist noch nicht da. Nimm mal hier wieder gelb. Okay. Da können wir den Move auf jeden Fall mal machen. Der lohnt sich auf jeden Fall auch, muss ich mal sagen. Wir werden das dann mal so machen und hier ihn reinknallen und los. Ach, der ist ja eh schon auf Gefahr. Also alles gut.
Ja, zu dem wöchentlichen Event, da will ich dann auch noch mit euch dazu kommen. Also erwartet heute mal doch wieder eine etwas längere Ausgabe, Leute. Aber ich habe ja wirklich mitgekriegt, dass gerade zu Champions, dass das wirklich sehr gut angenommen wird. Also so eine Grinding-Videos, wo da auch ein bisschen Gameplay mit drin ist. Ich bin bei meinen Einstellungen hier OBS, womit ich das aufnehme, immer noch in der Findungsphase. Also ich habe mich da jetzt auch im Internet viel belesen und viele haben halt das Problem, dass Champions ordentlich mit OBS aufzunehmen. Also das ist wirklich keine einfache Geschichte. Das ist auch wirklich jetzt nicht rechnerabhängig, sondern da ist einfach dem Spiel ist das ein bisschen geschuldet. Viele machen dann hier so mit der Mobizen-App, das sagt euch vielleicht auch was, da spielst du halt wirklich auf dein Handy und tust das dann dahin übertragen. Habe ich ausprobiert, finde ich es aber von der Qualität her, finde ich das einfach nicht zufriedenstellend. Ist auch wenn ich mir das bei anderen YouTubern angucke, dann denke ich mir auch immer so, ah, nee, da bin ich selber persönlich nicht mit zufrieden. Deshalb, Leute, ich werde das so weitermachen. Vielleicht kriege ich irgendwann die Einstellung der Einstellung hin, dass das dann für uns funktioniert. Und ich sage mal, euch geht es ja auch ein bisschen mehr darum, dass ich hier nebenbei laber und dass ihr dann ganz einfach nebenbei euer Spiel datteln könnt. Und genau das ist ja, wie ich auch immer in den Kommentaren reinschreibe, das ist auch der Grund, warum ich diese Videos mache. Ganz einfach, dass ihr ein bisschen was habt, wo ihr nebenbei dann euer Spiel daddeln könnt. Jetzt bin ich hier wirklich am Überlegen. Ich werde mir das Gelb hier holen, weil Rot kriegt er dann auf jeden Fall voll. Ja. Dann, durch die Faction Feud, habe ich auch wieder Marken, um uns einen 2-Sterne-Superstar zu holen. Und ich werde das aber so machen, Leute, diesmal, weil diesmal Opening-mäßig einiges am Start ist, wird eine Extra-Ausgabe kommen. Spätestens, allerspätestens morgen wird die dann für euch zur Verfügung stehen, diese Ausgabe. Und dann packen wir wirklich alles aus. Dieses Video soll jetzt wirklich für euch dafür sein, dass da so ein bisschen Gameplay jetzt da ist. Wo macht man das jetzt? Ja, wir können ja Finisher danach machen, das passt ja. Und da muss ich euch auch was übelst Krasses erzählen. Ich zeige euch dann auch noch den Beweis, dass ihr da nicht denkt hier, der erzählt doch eine Pisse. Wir sind also wieder unter den Top 20 bei der Faction Feud gekommen. Und da kriegst du halt 8000 von diesen Chips dort für die 2 Sterne. Dann kriegt man halt 4 von den Kisten für die 3-Sterne-Marken, was sehr geil ist. Und halt 300 oder 350.000 Gold. Nagelt mich jetzt nicht fest. Und jetzt, Leute, was übelst krass ist, bevor die Faction Feud losgegangen ist, gehe ich bei meinem Nachrichtending hin, bei Belohnung, und kriege diese 8000, 4 Koffer und bla bla bla. Weil wir waren ja letztens auf Platz 18 gewesen. Und ich habe geguckt in alten Videos, weil man zweifelt ja dann schon ein bisschen selber und denkt sich so, hä, hast du das damals nicht gekriegt, die Belohnung? Und Leute, doch, ich habe sie gekriegt. Und habe sie jetzt vor der Faction Feud nochmal gekriegt. Also, du, ich werde mich darüber jetzt nicht aufregen. Also ich freue mich darüber, ne? 4 so eine Koffer mit den 3-Sterne-Marken. Total geil. Hab extra geguckt, ob das in dem Video mit drinne war von mir. Und ja, war's. Da hatte ich da nämlich hier so viele von diesen Boa-Dingern gekriegt, die ich ja eigentlich gar nicht weiter brauche. Ich werde das so machen, auch wenn ich das dort habe. Aber hier kriege ich einfach ein bisschen mehr. Und habe ich das quasi, die Belohnung für Faction Feud zweimal gekriegt. Immer vor der Faction Feud und dann direkt im Anschluss. Also wirklich, richtig krass. Aber ich werde mich darüber auch nicht aufregen. Wenn das Spiel dann halt so eine Fehler macht, ist das dann wirklich nicht mein Problem. Und ich hoffe natürlich, dass die das, also wie gesagt, dass die das mit der Faction Feud dort besser hinkriegen. Weil es einfach ein Modus ist, den ich so geil finde. Ich stehe ja sowieso total auf Team-Events. Oh, hier, eine Silbermarke gekriegt. Ist natürlich sehr schön. Ich stehe ja so total auf so eine Team-Events, auch bei Supercard und so. Gut, jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Ihr kennt das, weil die meisten haben die Karten, die sie haben wollen. Aber wie gesagt, ich stehe da übelst drauf. Und hier bei Champions finde ich es ganz einfach so, so geil, weil dort ganz einfach, das ist ja mal ein Team von 100 Mann. Also das ist ja wirklich. Übrigens, Leute, ich kann wieder mit Jerry Lawler spielen. Bei der letzten Grinding-Ausgabe ging das ja nicht. Ich hatte dem Support geschrieben gehabt. Ich glaube, ich habe das in dem Video schon mal gesagt gehabt, ne? Da wiederhole ich mich halt. Warum denn nicht, ne? Also Jerry Lawler wieder am Start ist auch der Superstar, der endlich mal auf 3 Sterne kommen soll, auf 3 Sterne Silber kommen soll. So, was mache ich denn jetzt hier? Wir müssen
Na, Lila würde er sich sonst auch wegschnappen. Dann nimmt er Lila. Jetzt wird er das hier machen, oder? Ach nee, hier für seinen Finisher schnappt er sich das. Ich mach so. Jetzt kriegt er schon wieder grün. Na gut, das ist noch alles safe hier, Leute. Und dann war es bei der Faction Field, was ich richtig krass fand. Also wenn du Dota gespielt hattest, ich hatte so oft das Gefühl gehabt, dass der Computer einfach wollte, dass man verliert. Also die hatten ja Dota dann Kombos gehabt, manchmal hier so 8, 9, 10 strengige Kombos gehabt und du hattest einfach keine Chance gehabt. Also das Krasseste, was ich hatte, da war ein Kampf gewesen, ich mit meinem 3-Sterne-Silber hier, Big John Studd, gegen Seth Rollins. Also hier die Akrobaten-Version, die NXT-Version. Und der war, jetzt haltet euch fest, auf 2 Sterne Gold. Und mein Big John Studd 3 Sterne Silber. Durch die Ketten, die der gemacht hat, hat er mich platt gemacht. Da hat in Furz quasi mit nicht mal 20.000 HP einen 60.000 HP-Charakter tot gemacht. Und bei dem Kampf, wo der dann vorbei war, habe ich mir auch dann so richtig gedacht, ach, dann leck mich doch am Arsch. Also das war wirklich echt das Letzte gewesen. So, ich werde hier mal mit einem Triple H reingehen. Und dann brauchen wir Verbindung. Wir brauchen. Machen wir mal nur einen zur Sicherheit, einen guten mit rein. Hier machen wir einfach mal so. Ach nee, dann wird der, hat er seinen Bonus. Dann, weil wir drüber geredet haben, nehme ich jetzt einfach auch mal den guten Seth Rollins. Medipacks haben wir eigentlich genug am Start. Dann gehen wir mal in den Kampf. Gehen wir mal in den Kampf. Ja, aber das wollte ich euch mal sagen. Das hat mich in der Faction Field so aufgeregt. Von den Punkten her, ich fand es ganz gut. Also es war ja wieder mal so dieses Ding gewesen, dass wenn du eine Spielersuche gemacht hast, also ein gegnerisches Team, dass das manchmal 10 Minuten, eine halbe Stunde, 2 Stunden gedauert hat. Wir haben dann hier über Discord quatschen wir immer bei über mit, also haben wir so einen Kanal für unser Team. Und dort quatsch mal dann, da haben wir auch gesagt, sobald dort über 5 Minuten sind, Team verlassen, wieder beitreten, weil das ist ja sonst wirklich kein Zustand, Leute. Das hat doch ganz gut geklappt. Ist dann natürlich im Nachhinein nur schwer dann zu, dass man dann nachvollziehen kann, wie viele Punkte man dort geholt hat in dem Event, aber da ist ja dann zum Glück dieses Einzel-Event, wo man sich die Poster holen konnte, diesmal die Trickstar-Poster. Das war, dort sind ja dann die Punkte. Die werden ja weitergezählt und die haben wir dann auch bei uns bei Discord dann veröffentlicht, dass dann halt das nachvollzogen werden kann. Weil ich muss sagen, das Team, wo ich hier drinne bin, das ist ja gesplittet. Es gibt insgesamt, das ist eh eine Gruppe und da gibt es insgesamt 4 Teams. Das ist nämlich die, wir sind diesmal, sind die tatsächlich auf Platz 1 gekommen. Das ist hier dieses WWE Execution Team. Die haben tatsächlich Creep Squad mal dort wirklich fertig gemacht. Und ich muss aber auch sagen, ich bin dort in dem von der Rangfolge her im 3. Team, was dort halt am Aufbau ist. Und ich muss wirklich manchmal sagen, die nehmen das wirklich sehr, sehr ernst, die Jungs. Also da ist wirklich hier dieser Discord-Channel, der dort ist, der wird so aufs Exzessivste betrieben. Und man muss dort auch, was, das habe ich aber bei mir auch schon reingeschrieben, wenn man jetzt The Faction Field spielt, dann verlangen die auch von dir, dass du dann bei Discord online bist. Und dass die da mit dir schreiben und bla bla bla. Und das ist mir zum Teil wirklich ein bisschen übertrieben. Habe ich dort auch mal reingeschrieben, dass sie mir das nicht übel nehmen dürfen, weil das Problem ist, es ist ein amerikanisches Team und durch die Zeitverschiebung und sowas, dass ich da dann nicht immer online sein kann, weil man hat ja ganz einfach auch mal ein paar andere Sachen zu tun, ne? Also so ist es ja nun mal. Ne, guck mal, so haben wir schon gelabert, sind wir jetzt so schon in der schweren Runde mit drinne. Unseren guten Stardust hier. Ja, und die haben da auch so Regeln reingeschrieben, dass wenn du dein Team zusammenstellst, dass wirklich jeder Slot ausgenutzt werden soll und dass alle 3 Sterne auch wirklich komplett gelevelt werden sollen, wo ich dann auch zurückgeschrieben habe und mir gesagt habe, na Leute, wenn es danach geht, ich habe nun mal nicht die Dollars, die Dollars sage ich schon, die Münzen, um ganz einfach jeden Superstar, den ich auf Bronze habe, vollkommen auszuleveln. Das geht nun mal ganz einfach nicht. Also da wird es dann wirklich manchmal schon ein bisschen zu krass genommen. Aber man muss aber auch sagen, die Tatsache, dass sie das halt so krass nehmen, dadurch sind sie diesmal auch auf Platz 1 gelandet, die Jungs. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und dort ist es wirklich so, fair ist fair. Da wird wirklich, bevor die Belohnung ausgeschüttet werden, also die letzten 2 Stunden, bevor das Event vorbei ist, wird wirklich im Team rotiert, dass dann wirklich von dem schlechtesten Team gehen dann quasi Leute
in das erste Team, damit die sich ihre 2-Sterne-Gold-Superstars-Poster wisch schon dort abholen können, damit die ganz einfach vorwärts kommen. Und das finde ich, das ist wirklich eine richtig geile Geste. Wir müssen also wirklich alle im Team, die haben da so eine Excel-Tabelle gemacht, wo wir dann immer reinschreiben sollen, wie viele Punkte wir ungefähr machen wollen und wie viel Zeit wir haben. Und wie gesagt, die nehmen das alles sehr genau. Und dort ist aber auch eine Spalte drin, wo du reinschreiben sollst, ob du denn die erste Platzbelohnung brauchst von dem Superstar her jetzt. Und da wird es dann wirklich, also ich schreibe meistens wirklich rein, den brauche ich nicht bei so 2-Sterne-Gold-Superstars. Selbst wenn ich sie eigentlich noch nicht habe, sage ich mir immer, gebe ich lieber den Platz frei für Leute, die das halt wirklich brauchen, die noch nicht mal einen 3-Sterne-Bronze-Superstar haben oder so. Dann sollen die sich lieber den holen. Also so fair bin ich dann auch. Und ja, und das finde ich da wirklich geil in dem Team. Also da sind die dann schon dahinter, dass wirklich jeder dort die Chancen hat, sein Deck zu verbessern. Ich mach mal so, weil ich traue mich nicht, das hier wegzumachen und dann kommen Haufen Ketten. Das läuft ja jetzt schon wieder mal so gar nicht für uns, ne? Ich werde mal so machen in der Hoffnung, dass dann hier ein bisschen was passiert. Na, hier gucke. Das lief ja ganz gut. Okay. Ja, so grün oder so, ne? Wir werden das Lila hier nehmen. Oh, war nochmal schwarz hinterher. Das ist natürlich sehr geil. Dann werden wir jetzt so auch hier das Manöver nehmen, schwarz wegmachen. Dann sollte der Finisher. Ah, der ist ja dann eh schon frisch. Mr. Valentine. Na, dann holen wir uns hier nochmal ein paar Kisten. Ja. Und dann soll ja nächste Woche, habe ich ja vorhin kurz gesagt, halt, wie gesagt, dieses 4-Sterne-Event sein. Und dann stand aber in dem Post auch so drin, dass irgendwie das halt so special und bla 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 und soll halt wirklich sein Spezial halt auch in dem Gauntlet Blitz Event haben. Ich hoffe wirklich, dass in dem Gauntlet Blitz dann nächste Woche, dass sie wieder was machen hier mit Belohnungen, wo du dir halt auch Marken erspielen kannst. Weil das fand ich so früher so geil beim Gauntlet Blitz, dass du dich ganz einfach so mit Marken zubomben konntest. Das fand ich einfach super. Das muss ich einfach sagen und ich hoffe, dass das wieder gemacht wird. Ja, hier ist ja wieder so ein Single-Event hier oben drin. Ich gehe mal ganz kurz rein hier, VS, ne? Wo ihr euch wirklich geiles Zeug wieder erspielen könnt. Hier könnt ihr euch hier 3 Sterne, hier diese Gewichthebergürtel und Handschuhe holen. Ja, aber ich wollte halt das versuchen, hier mit dieser auf Platz 1400 zu kommen. Ja, da wird es halt diesmal bei mir nicht. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Weil ich ja, das ist halt hart, ne? Es sind 3 Spiele jetzt, die ich spiele und die ich dann euch natürlich auch bei YouTube dann zur Verfügung stellen will, das aufnehmen und so. Das nimmt alles Zeit in Anspruch. Es soll jetzt kein Heulen sein. Ich mache das gerne, mir macht das Spaß. Aber es ist natürlich krass, dann wirklich bis aufs Äußerste hier Tapmania, Supercard und Champions zu spielen. Deshalb bin ich da eigentlich so ziemlich froh, dass da halt bei. Oh, was ist denn jetzt passiert? Spiel abgestürzt. Leute, das passiert. Das passiert. Das ist BlueStacks. Das Problem ist natürlich nur, dass dann wahrscheinlich mein Superstar jetzt weg ist. Ach, das ist halt. Da regt mich Scopely manchmal auf. Das ist auch in der Faction Field manchmal passiert. Ey, das ist so nervig. Das ist so nervig. Ich weiß gar nicht, wen hatte ich denn jetzt so drinne gerade gehabt? Stardust, ne? Ja, scheiße. Der wird jetzt natürlich vom Roster, im Roster, werden wir gleich mal gucken. Ach, sowas ärgert mich dann immer. Sowas darf einfach in dem Spiel nicht passieren. Und die müssen das da wirklich hinkriegen, dass das dann, ja, dass du dann nicht hier wieder hier, mit Triple H, aber hat jetzt wieder keine Gesundheit mehr. Ey, das ist wirklich eine Sache, das müssen die in den Griff kriegen. Klar gibt es dann immer so eine Rage-Quitter, die jetzt hier im VS-Modus, wenn sie jetzt spielen und merken, der Kampf geht verloren, gehen einfach raus und dann gibt es die Abzüge nicht. Also, ich meine, das ist ja nicht so, das machen die ja. Und dass das wahrscheinlich der Grund ist, um dann so einen Leuten entgegenzuwirken. Sowas kann man machen, finde ich auch sehr gut, aber dann müssen sie auch eine Stabilität in dem Spiel hinkriegen, dass das da wirklich nicht abstürzt und so eine Sache. Und es ist ja bei mir jetzt, das hat nicht unbedingt was jetzt nur mit BlueStacks zu tun, also es passiert mir auch, wenn ich es dann jetzt hier auf dem Handy spiele oder so. Aber das müssen die Leute in den Griff kriegen. So, grün wäre jetzt natürlich, nimm mal so. Ah, pass auf. Nee, nee, Schwein gehabt. Das ist natürlich geil für uns. Dann machen wir mal so und kriegen das da oben noch.
Haben wir jetzt zwei Manöver hier, das ist natürlich schön. Dann machen wir erstmal so. Machen da noch ein paar schwarze. Guck an, und die nehmen wir dann auch gleich nochmal weg. Und damit ist der Kampf dann auch erledigt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, also wie gesagt, das Spiel, mir macht es wirklich Spaß, weil es ist ganz einfach wirklich was anderes wie Tapmania und Supercard. Weil ich wirklich finde, gut, ich mache Videos zu allen drei Spielen und alle drei Spiele haben für mich einen bestimmten Charme und machen mir auch natürlich Spaß. Aber ich finde, bei Champions muss man halt wirklich noch nachdenken, richtig, sage ich jetzt mal, ist nicht böse gemeint. Bei Tapmania muss man wirklich sagen, ist es so eine Fleißsache. Gut, man muss seine Vorteilspunkte dort immer verteilen, das auch auf irgendeine Art und Weise strategisch machen und was weiß ich nicht alles, das Team ordentlich zusammenstellen. Oh, das war der falsche. Das Team ordentlich zusammenstellen und was weiß denn ich nicht alles. Klar hat es auch strategische Aspekte. Supercard jetzt in gewissem Maßen natürlich auch. Aber das sind mehr so Fleißspiele, wo man halt einfach so Zeit reinstecken muss. Klar, bei Champions muss man auch viel Zeit reinstecken, gerade wenn man dann hier so auch so grinden will und so eine Dinger. Aber man muss hier doch schon ein bisschen mehr nachdenken. Das finde ich ganz schön. So, wir werden jetzt hier blau nehmen. Ich habe hier nämlich bei dem guten Seth Rollins, habe ich den Jerry Lawler als Trainer drin. Und der macht das hier, das blaue Manöver, dann gleich mal um 3 Punkte schneller mit aufgeladen ist. Jetzt haben wir hier auch kein Grün, kein Gelb. Oder ich bin blind. Nee, ich mache mal so. Es gibt ja hier bei Reddit und so, wenn er dort mal ein bisschen unterwegs ist, gibt es ja auch eine Tabelle, welche Superstars mit die besten sind. Und der Junkyard Dog ist übrigens der schlechteste Showboard. Also laut dieser Tabelle. Na, guck mal, ob es gereicht hat. Na, na, gucke. Hat gereicht. So, kriegen auch noch mal ein paar Kisten. Das finde ich natürlich sehr schön. Dann bei dem Event will ich dann noch mal reingehen, weil da kann man sich ja so eine 3-Sterne-Goldmarke holen, die Schere für unsere Showboards. Weil Leute, das zeige ich euch dann auch gleich mal, weil wir sind ja hier gleich fertig. Bei den Showboards, da habe ich ja den Undertaker, diese American Badass Edition, hatte ich ja auch mal in einem Video gemacht, wo ich den auf 3 Sterne Bronze geholt habe. Und ohne Scheiß, Leute, der hat schon 3 von 5 von diesen Scherenmarken jetzt. Und das ist ja natürlich mal richtig geil, ne? So, wen nehme ich denn jetzt hier? Ich werde das so machen. Ganz einfach, weil ich auch mit. Nee, der ist blöd zu nehmen. Der wäre auch blöd zu nehmen. Obwohl, der ist ja dann nur für ihn. Ach komm, mach mal so. Ja, das Problem mit meinem guten Big John Studd ist halt, es ist schön, ihn auf 3 Sterne Silber zu haben. Ich habe auch bei der Faction Feud mal sehr viel mit ihm gespielt. Ja, aber ist halt nicht so wirklich der Brecher-Superstar. Er ist, ich weiß gar nicht, wer das in die Kommentare mal geschrieben hatte. Hat halt reingeschrieben, auch ihre Glückwünsche. Und Big John Studd ist nicht so gut. Er ist solide, ist jetzt aber nicht so gut. Und genau damit hat derjenige, der das geschrieben hatte, auch vollkommen recht gehabt. Aber mir fällt jetzt leider nicht ein, wer es war. Das tut mir jetzt leid. Das ist doch schon wieder alles Scheiße hier. Oh, und der kriegt hier natürlich wieder einen Vierer. Da fragt man sich dann manchmal immer, ob ihn das Spiel verarschen will. Jetzt hat er sein blaues Manöver gleich fertig. Ach nee, sowas finde ich dann echt immer mies, Leute. Aber wir kriegen das hin. Das ist jetzt natürlich schon wieder Scheiße. Das ist Scheiße. Wisst ihr was? Ich tue jetzt hier einfach mal ein paar Requisiten verwenden. Weil ich will hier gerne das Blaue haben. Passt mir das? Der kann dann sein blaues Manöver machen, ne? Ach komm, wir nehmen das jetzt hier. Und gucken einfach mal, was passiert. Wir gucken, was passiert. Ah, der kann jetzt hier natürlich Kisten machen. Ah, nimmt mir mein Schwarz auch noch weg, dieser blöde Penner. Dann nehme ich mir jetzt hier schwarz. Lila ist ja nichts.
So, oh, Leute. So, ich könnte zwar hier, dann fällt das, aber wir gucken erstmal, ob vielleicht noch lila was mit dazu kommt und ziehen dann nochmal schön was ab hier. Ein Einser? Machst vier zufällige Grün. Ach, weil nicht genug Grüne da waren. Ich verstehe. Ja, okay, wir müssen einfach gucken. Der kann auch wechseln dann jetzt, ne? Ne, der muss noch eine Runde warten, deshalb ja die 1 hier. Das heißt, der muss jetzt noch. Oh, na klar, macht er jetzt noch. Und das ist dann so ärgerlich, dass es kommt nicht zum Pin. Und dadurch muss ich dann jetzt, obwohl er Gefahr ist, das ganze Ding jetzt hier bis hier hinter machen. Ey, das ist sowas von zum Kotzen. Ja, gut, dann mach jetzt deinen Pin, das finde ich gut. Mach mal so. Ich will natürlich meine guten Gems jetzt hier nicht wegmachen. Das ist sehr gut für uns. Ein Vierer müsste reichen. Sehr gut. Ja, und dann, wenn man es nicht mehr braucht, ne, da kommen dann die Ketten dann dort, ey. Aber er hat uns ganz schön das Leben zur Hölle gemacht. Also das muss ich jetzt so wirklich mal sagen. Der gute Irwin. Da kriegt man noch ein paar Kisten. Ah, die 13 wäre fast da gewesen, ne? Na, ärgerlich. Aber so ist das nun mal, Leute. Kriegen auf jeden Fall unsere richtig schöne Kiste mit drei Sternen. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mit euch machen. Und wir haben auch noch nicht so ewig lange aufgenommen, ne? Knappe halbe Stunde habe ich jetzt hier gerade mal geguckt. Also alles okay. Oh, wir haben hier eine Aufgabe fertig. Was haben wir denn fertig? 15 Kämpfe mit dem Trickster. Na, guck an. Das haben wir gemacht. Gut, dann gehen wir jetzt hier raus und werden dann nochmal den Way of the Warrior beschreiten. Habe ich ein bisschen gespielt gehabt. Ich habe jetzt, glaube ich, hier Tag 3 auf normal gemacht. Genau. Wir gucken jetzt hier mal auf schwer, weil da kriegt man unseren Gürtel, ne? Ja. Ja, macht es ihnen auf jeden Fall nicht mehr so einfach, dann die Gegner hier, ne? Wir haben jetzt hier mal mit einem guten Triple H. Wir werden nochmal Medipacks ein bisschen verbraten hier. Ich habe ja hier noch von diesen Team-Geschenken hier, diese hier Wohltäter-Taschen, habe ich ja noch was da. Die habe ich nicht alles für die Faction Feud gebraucht. So, da gucken wir mal. Ich hoffe, die Marken, die Gems fallen für uns. Aber wenn ich so mache oder so mache, wir machen so. Der holt sich das, das. Oh. Ey, Leute, da brichst du ins Essen. Das darf doch nicht wahr sein. So, wir haben dann auf jeden Fall unser Lila. Ey, der kriegt. Auch bei jedem Move kriegt er hier Lila. Ah, das Grün, das ist er jetzt hier natürlich. Das will ich eigentlich haben. Und das holen wir uns auch, bevor wir die Attacke machen. Dann haben wir nämlich Bede. Ja, komm. Ist das so ein Quatsch manchmal, ey, wie sie denen dann die Gems zuschustern hier, das ist ja. Oh, das nehmen wir erstmal. Fünfer nimmt man immer. Und dann haben wir es doch schon geschafft. Ich könnte zwar hier den Finisher machen, aber ich mache mal so in der Hoffnung, dass es so fällt, dass man noch ein paar Kisten abholen können. Ja gut, haben wir den auf jeden Fall fertig. Also diese, ich finde übrigens diese Weekly Events, finde ich hier bei Champions total geil. Bei dem Event wird's, wenn wir dann den Tag 4, denke ich mal, gespielt haben, ziemlich hart werden, weil da sind dann wirklich die letzten Kämpfe immer übelst krass. Und vor allem bei dem Event ist es wieder so, dass du beim letzten Kampf tatsächlich die schwächere Charakterklasse als Gegner auswählst. Und das zum Kotzen. Und da bin ich gespannt, weil ich habe noch nicht geguckt, was bei Tag 4 bei Schwer auf uns wartet. Wir sind ja hier bei Schwer, da brauche ich den Kampf jetzt hier nicht machen, oder was gibt's denn da Schönes? Ah, blaue Poster. Okay, so, wir machen jetzt aber hier weiter, da können wir endlich mal wieder ein Showboard nehmen. Dann nehmen wir unseren guten Undertaker, der noch angekratzt ist, wahrscheinlich von der Faction Feud. Ja, Undertaker, wenn ich den auf Silber hätte, Leute, boah, leck mich fett, ey.
Richtig krass. Der alleine schon mit seinem schwarzen Manöver, was ich hier da jetzt hier habe, wo ich da wirklich den Big John Studd dafür reingeknallt habe. Deshalb freue ich mich, wenn eigentlich auch direkt hier schwarz was geht, aber geht jetzt nicht. Oh, jetzt ruckelt's wieder. Jetzt ruckelt's wieder, Leute. Ist überhaupt kein Problem, das schneide ich dann einfach. Ich schneide das dann weg, Leute. Bis gleich. So, da sind wir wieder, Leute. Hat aufgehört zu ruckeln. Da muss man dem... Das ist manchmal echt faszinierend. Was passiert, wenn man dieses Spiel alles aufnimmt? Ey, das ist... Ja, natürlich passt das dann für ihn hier wieder. Ey, da breche ich manchmal so ins Essen hier, ey. So, die schwarze Attacke ist dann auf jeden Fall fertig. Wir werden die rote aber zuerst nehmen, weil wir die ja dann durch unsere schwarze Attacke einfach wieder übelst aufladen. Und vielleicht reicht es ja schon für den Finisher. Nee, wir machen das so. Weil hier liegt auch so viel Rot für uns rum. Da können wir auf jeden Fall was machen. Da machen wir nämlich so und so. Ach komm, und dann machen wir nur so. Dann haben wir auf jeden Fall doch schon ziemlich viel was. Ach, das, der ist doch jetzt fertig. Das lief ja jetzt natürlich für uns. Da ist Goldust auf jeden Fall jetzt auch frisch. Und wir sehen und wir sind immer näher an unserer 3-Sterne-Marke für die Powerhouses, von denen ich zwar genug habe, aber das, man braucht sie immer. Man braucht sie immer, Leute, weil ich will nämlich auch ein Powerhouse bald mal verbessern. So. Gegen den guten Macho Man. So, da brauchen wir jetzt... Ach, da soll... Ach, das ist ja hier wieder mit der schlechteren Klasse. Ist richtig, soll man ja antreten. Ne? Da werde ich jetzt aber für Gems... für Gems sage ich schon. Für die Attacken werde ich mir definitiv jetzt hier mal was holen. Blau in Rot umwandeln. Komm, das nehmen wir auch mit. Und blau runter wegen dem sein Finisher. Wäre nur ganz gut. Dann nehmen wir uns einfach auch mal ein paar Requisiten mit. Ist auch geil. Die sagen dir immer... Also du sollst ja den schlechtere Klasse aussuchen und wenn du dann in den Kampf gehst, sagen sie, oh, deine Klasse ist im Nachteil. Wo du dir denkst, ja, da will uns das Spiel halt dann doch manchmal ein bisschen trollen. So, schwarz wäre richtig gut. Ey, ist schon wieder komplette Pisse hier, ne? Ah, für ihn kommt natürlich schwarz. Was er sich zum Glück nicht nimmt. Da kann ich mir das nämlich holen. Nimm ich das? Nee, ich nehme das. Dann kann ich nämlich das noch wegmachen. Genau darum geht es mir nämlich. Oh, schwarz und lila kriegt der jetzt hier natürlich. Ach, nehme ich das grün? Ich nehme das grün. Man muss auch manchmal einfach ein bisschen defensiv spielen. So, und man weiß nie, was passiert. Und ich habe die extra mitgenommen, die Requisiten. Sein Finisher werden wir mal runterdrücken. Nicht, dass er uns damit dann übelst in die Quere kommt. Und dann machen wir hier mal unseren... Move für unsere roten. Machen so. Das sind hier, kriegt man auch noch welche. Das ist so einwandfrei. So muss das laufen. Und keine Kette, ne? Ach, kommt da eh raus. Das ist so klar manchmal. Es ist so klar, Leute. Dann versuchen wir jetzt mal hier unsere Attacke zu machen. Hoffen, dass vielleicht wenigstens irgendwas Gelbes zustande kommt. Dann sollte unser Finisher nämlich schon fast soweit sein. Natürlich nicht. Aber ich sehe gerade, hier geht ein Fünfer. Da geht Gelb. Sie haben aber Schwein gehabt. Das hätte jetzt auch anders laufen können. Hat aber auf jeden Fall funktioniert. Der gute Macho Man ist frisch. Und wir holen uns unsere nächste 3-Sterne-Silbermarke ab. Sehr gut, sehr gut. Na, vielleicht noch eine Kiste? Natürlich nicht. Aber ist egal, wir haben das, was wir wollten. Die 3-Sterne-Silbermarke. So. Und dann gehen wir mal ins nächste...
in den nächsten Tag rein. Ihr seht selber, ich habe halt wirklich ganz schön was aufzuholen, ne? Wenn man halt so viel oder das andere spielt. Aber wenn ich das schon sehe, dass hier am Ende Andre the Giant ist. Mit 4300. Da muss ich ja mit dem Akrobat ran. Und das ist bei mir Seth Rollins. Muss ich den da tatsächlich mal ein bisschen leveln heute? Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Nee. Das soll schnell gehen hier. Wir machen so. Wenn wir Medipacks brauchen, dann muss ich mir dann nachher halt noch mal ein paar holen. Also sprich jetzt so von diesen Teamgeschenken da, ne? Leute, ihr wisst, was ich meine. Andrew ist der Giant dann dort da am Ende und Andrew ist ja mal so ein richtig mieser, fieser Arschgegner. Braucht der Rot, dass er sich das dann nimmt? Nee. Ach, hier ist natürlich blau, da guckt man manchmal auch nicht, ne? Man sieht halt nur das, was man braucht. Wir nehmen das Schwarz. Jetzt wird er hier unten, der nimmt blau, okay. Ist hier was für mich? Grün? Jetzt nehme ich das hier. Oh, da war sogar nochmal grün für uns, ist da um die Ecke gekommen. Das ist natürlich schön. Ja, die Kämpfe, die sollten ja jetzt eigentlich auch noch ganz gut jetzt hier von der Hand gehen. Ah, das müsste reichen mit den Schwarzen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, hier gucke. Können wir hier noch. Machen wir so. Dann ist der Gute schon mal weg. Weil ich will diese 3-Sterne-Goldmarke, will ich definitiv haben. Wenn das am Ende wieder so ein Kampf wird, der nur über Requisiten dann halt funktioniert. Ich weiß ja nicht, wer von euch das erste Grinding-Video gesehen hat, wo wir hier mit dem 3-Sterner-Bronze Triple H haben wir dort The Rock fertig gemacht und haben damit unsere Road beendet. Das war ein epischer Kampf, Leute. Das war geil. Vader. Ja, Vader hätte ich auch übelst gerne. Ist auch jetzt der Ultimate Warrior, den man sich jetzt so holen kann, ne? Ja, total geil, ey. Mit so einen Legenden kriegen die mich eigentlich immer, aber ich bin da echt nicht bereit, so viel Kohle dafür dann rauszuholen, um dann den am Ende eh nicht zu kriegen. So, jetzt, ja, wir nehmen mal ihn. Müssen am Ende dann eh. Ich glaube, es wird auch darauf hinauslaufen, dass wir uns, ja, komm. Dass wir uns Medipacks holen müssen. Aber dann ist das so. Weil das habe ich mir als Ziel genommen. Ich wollte auf jeden Fall den den Sunday Heat wollte ich mit euch machen und wollte das Event hier fertig machen. So, gucken wir mal. Das ist ja mal schon wieder komplette Pisse. Gut, der braucht grün, dann nehmen wir ihn das hier mal weg. Jetzt wird er das lila nehmen, was wir eigentlich brauchen. Das ist alles vollkommen logisch. Holen wir uns hier mal schwarz. Der nimmt sich grün, ist logisch. Ah, das ist schon wieder. Ach komm, hier, Jerry Lawler, misch mal. Na komm, so soll das laufen, so soll das laufen. Ach, und der ist eh schon im Arsch, dann machen wir hier so. Und dann ist er auch weg. Million-Dollar-Man wäre auch cool, ne? Das nächstwöchige Event, da war ja auch ein Bild gewesen bei Facebook halt von diesem Million-Dollar-Gürtel. Vielleicht werden wir da viel gegen ihn kämpfen müssen oder Leute, die er irgendwie damals gemanagt hat. So. Na. Oh, schön. Eine Silbermarke, da freue ich mich immer wieder drüber. Die kann man einfach immer gebrauchen. Also da muss auch klar, hier durch diese Koffer, die man sich da jetzt holen kann und sich da wirklich viele von diesen Marken holen kann, ist schon eine geile Nummer. Aber es wäre halt auch schön, sie sich einfach so zu erspielen. So, wie geht's unserem Stardust? Ach, guck mal, der ist ja noch ziemlich gut, der ist ja noch voll. Oh, das wird hier eine Aufnahme, Leute. Wo sind wir denn schon? Bei 40 Minuten, Leute. So, wir brauchen am besten blau, lila, grün. Braucht der gelb? Das wird er sich aber dann trotzdem nehmen hier, weil nichts anderes geht. Nee, ich mach das jetzt so. So, was macht er? Nimmt sich grün, okay. Ich gehe jetzt mal hier hin, mach das. Nimm ihn rot weg, krieg nochmal lila, das ist natürlich richtig geil.
ziehen wir ihn eigentlich ganz schön was ab. Der grün, lila, jetzt hat er ein Vierer rot. Ja, super, so soll's sein. Stardust ist einfach so geil. So, kriegen auch noch ein paar Beutekisten. Vielleicht gibt's ja was Schönes. Das werden wir einfach gleich sehen. Na? Ja, Gold. Aber wir brauchen auch Gold. Das ist vollkommen okay. So, jetzt sehe ich hier Andre the Giant. Hey, Andre the Giant, wenn du den noch bei der Faction Feud als Gegner hast, dort und dann haben dann manche den auf 3 Sterne Silber. Boah, ey, da weißt du ganz genau, da gehen 2 Superstars flöten, ey. Ich mag ihn einfach überhaupt nicht als Gegner, ne? So. Ach. Muss ja dann später die Klasse im Nachteil, da wird das ja Triple H werden. Da müssen wir mit unserem guten Triple H ran. Werde ich den mal leveln? Also wirklich hier mal mein Gold einsetzen? Ich wollte das eigentlich aufheben, wenn ich dann einen Silbernen habe. Das entscheide ich dann gleich noch. Das entscheide ich dann noch. So, wir brauchen auf jeden Fall, weil hier ist ein Fünfer. Das nehmen wir ihn auf jeden Fall weg. Ah, ist ärgerlich, dass es natürlich bis zum Pin kommt. Ja, er. Hier wäre wieder ein Fünfer gewesen. Aber hier ist halt auch. Braucht er lila? Er braucht lila. Aber es soll er sich nehmen, ist mir scheiße. Oh, kriegt er ja einen Fünfer. Das ist so typisch, wenn ich gegen Andre the Giant kämpfe. Dass mir dann auch immer so eine Pisse passiert. Da wenigstens ist es zum Pin gekommen. Das ist schon mal gut. Ah, ein bisschen viel gemacht. Scheiße, die hätte ich mir aufheben können. So, okay. Aber wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. Kriegt er erstmal das Ding vor den Hals und dann kriegt er das vor den Hals, 7900. Ja, der ist dann fertig. Und dann gucken wir mal, wenn wir den dann auf schwer machen. Mit Triple H. Ja, Triple H hat bei mir auf jeden Fall geile Manöver, ne? Und Triple H ist gut wegen seinem Finisher. So ein Submission-Move, der dann einfach die Moves von deinem Gegner runterdrückt, ist manchmal so Gold wert, ey, das ist der Wahnsinn. Also Triple H vielleicht doch nicht der schlechteste dann, womit wir den Kampf dann angehen müssen. So, wir kriegen wieder Gold, das war klar. Das war klar. So. Leute, es ist soweit. Tag 4 schwer. Ach, hier Hölle, bin ich auch übrigens mal sehr gespannt, wann das dann endlich mal kommt, ne? Aber was haben die denn hier? 3700. 4, 2. Aber der Kampf hier wird ja schon übelst krass werden. Aber wir gucken mal hier. Da werden wir gleich mal unseren guten Triple H hier nehmen. Werden nur gleich mal die Marken für ihn hier nehmen. Der muss auf jeden Fall eigentlich, dass hier lila hochgepusht wird. Ach, ich glaube, das habe ich nie mehr, ne? Das ist natürlich richtig bitter, ne? Schwarz, das nehmen wir mal mit, auch wenn ich es jetzt definitiv nicht verwenden werde. Dann nehme ich mal mit, dass ich sein Lila runterdrücke, nehme ich mit. Und hier Lila in Schwarz? Nee, das ist scheiße, das ist Quatsch. Dann nehmen wir einfach nochmal hier unseren Stab mit. Das sollte ja für ihn jetzt hier reichen, obwohl das echt ein harter Kampf wird. Und Leute, wisst ihr was? Es ist mir jetzt egal. Ich push Triple H jetzt hoch. Oh, 2 Mille. Nee, ich pushe nicht hoch. Weil gucke mal. Klar, man will die leveln und was weiß ich nicht. Also hier gehen 2 Mille weg. Und guck mal, was es dir im Endeffekt bringt. Ich mache wenigstens mal 2, 3 Level hoch, dass er dann auf 65 ist. Das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. So, bei den Manövern. Ach, da ist wie dieses eine hier, ne, wo ich mir sage. Aber ich habe jetzt so viel davon. Deshalb komm, scheiß drauf. Ich nehme das jetzt hier einfach mal. Das wird mir jetzt nicht so viel bringen. Ja, die Moves, die interessieren mich eigentlich nicht. Ich sah zwar mal, so eine Power-Juwelen sind richtig gut. Aber mir gefällt halt einfach das Manöver, was er drin hat. Ja, ist zu niedrig, aber wir werden es ganz einfach mal probieren.
Wir werden es probieren, Leute. Und ich glaube, gegen Vader, da könnte ich eigentlich auch mal mit Big John Studd antreten. Ah, oh Gott, das wird jetzt schon eine haarige Nummer hier, Leute. Aber was sehr geil ist, guck mal, hier ist schon mal lila und grün. Das gefällt mir sehr gut. Er kriegt auch grün. Ah, das ist schon ziemlich kacke, was hier wieder ist. Deshalb werden wir hier ganz einfach Requisiten, die wir haben, einfach mal auch verwenden. Hier mal ein paar von den Dingern wegmachen. Ja, bringt mir jetzt, hat mir jetzt eigentlich auch nicht so viel gebracht, ne? Der nimmt sich jetzt wieder lila, das ist klar. Ich werde. Nimm ich ihnen das weg? Ich meine, er braucht das nicht. Ah, hier ist so sonst nicht für mich kein Schwarz und na komm, ich ärgere mich sonst im Nachhinein. Er kann jetzt nämlich schon seine grüne Attacke machen. Was ist denn das? Was macht denn der da? Ach, der heilt sich. Das ist natürlich kacke. Deshalb werden wir mal ein paar schwarze Juwelen kaputt machen. Da geht auf jeden Fall ordentlich was weg. Ja, ich will eigentlich immer nicht, dass dann der Pin da draus kommt, ne? Das wird auf jeden Fall ein haariger Kampf, Leute. Das, oh, der kriegt einen Fünfer. Oh mein Gott, Leute. Jetzt heilt er sich. Ey, ich kann hier gerade gar nichts machen, ne? Und das fällt natürlich auch alles für ihn. Oh Gott. Und der hat eigentlich gar nichts verloren. Oh Mann, ey. Es ist kacke, wie das hier schon wieder läuft. Da müssen wir definitiv nochmal ran. Und dann wahrscheinlich doch mit einem vielleicht anderen Superstar in die ganze Nummer rangehen. Ich versuche jetzt trotzdem zu machen, was hier geht, Leute. Wir müssen schwarz nehmen. Wir müssen ja ganz einfach darauf gehen, in der Hoffnung, dass wir unseren Finisher nochmal machen können. Guck dir das an hier, der ist hier schon wieder. Ah, wie viel habe ich denn von dem? Ich habe bloß Ehen. Ich habe bloß Ehen. Scheiße, wäre das Schwarze jetzt schon ein bisschen besser, hätte ich meinen Finisher machen können. Weil der macht seinen Finisher dann. Ich kann hier keinen Schwarz nehmen. Nichts kann ich. Komm, ich habe genug hier. Wir gucken mal, wenn die zwei hier weggehen, was dann passiert. Nicht, ey, nicht mal grün. Ja, ist zum Scheitern verurteilt, ne, Leute, das... Ja, okay, da kommt jetzt das Grün. Das macht er aber so. Ich weiß nicht, da wird er bestimmt schwarze machen oder sowas. Lila, ne? Ist ja dann meistens so. Ja, kriegt sogar ihn direkt. Kann er seinen Finisher machen, das war's. Na toll, und mit Triple H müssen wir dann am Ende auch antreten, ne? Nein, verwenden natürlich keine Dollars. Ja, da hat uns der gute Greg Valentine ganz schön frisch gemacht, Leute. Da hat er uns ganz schön frisch gemacht. Wir gehen mal zurück zur Karte. Wir haben mal den guten Triple H, dass die Teamkollegen den vielleicht heilen in der Zeit. Wir werden mal eine Hilfeanforderung reinknallen. So, gehen wir hier hin. Bei Team. Oh Gott, da wollen aber viele Hilfe hier. Da sieht es ja dann doch eher schlecht aus. Dass dann unser guter Kollege dann auch gelevelt wird. Ja, so genial, wie dieser Team, wie das dann immer hängt. Und ach, das ist alles zum Kotzen, Leute. So, habe ich hier Beute, die ich öffnen kann? Da können ja manchmal auch ein paar Medipacks drinne sein, weil das wollte ich einfach packen mit euch, Leute. Also das war wirklich mein Ziel gewesen. Wir kriegen ja ein paar Poster für den guten Seth. Gehen zurück, gucken mal, ob hier vielleicht drei dabei sind. Natürlich nicht. Finde ich auch so mies in dieser Victory-Beute. Da können die auch wirklich mal mehr reinknallen. So.
dann gehen wir jetzt mal hier. Hier sind ja wie eh wieder ein paar Verbesserungsdinger hier. Die werden wir jetzt mal aufmachen. Weil da kann es um eh noch schön Geld drin sein. Guck mal, da haben wir schon mal eh ein Medipack. 10.000 Gold. Noch ein Medipack. Sehr schön. So soll das aussehen, Leute. Gauntlet Blitz Tickets. Naja, für nächste Woche. Wir wissen ja noch nicht, wie er läuft. Wir haben ein paar Münzen. Hier, ich brauche Medipacks, Leute. 20.000 Münzen sah ich auf jeden Fall auch nicht. Nee, ne? Da war wieder eins. Da war wieder eins. 30 Tickets Gauntlet Blitz. Das ist natürlich viel. Ja, ein Medipack. Sehr gut, sehr gut. Nochmal 20.000 Münzen. Medipack. Ein paar Poster. Nochmal Poster. Ich will Medipacks haben, Leute. Auf jeden Fall tun wir hier auch gut Gold gerade abstauben, ne? Das läuft natürlich. Ich glaube, 3 oder 4 Medipacks haben wir ja wenigstens gekriegt, ne? Dann guck mal einfach mal, was wir damit dann so hinkriegen. Da war noch eins. So, eine Tasche können wir jetzt hiervon noch öffnen und gucken dann erstmal, was dann so geht. Da war auf jeden Fall nochmal ein Medipack gewesen. Haben jetzt wieder 9 Stück am Start. Geh jetzt hier bei Kampf nochmal rein. Wir waren bei schwer, stimmt ja, wir waren ja gerade mal beim ersten Kampf. Und ich werde dann jetzt hier auch nicht Triple H nehmen. Vielleicht kriegt es mein Team hin und der gute Wirt. Und der gute Wirt dann halt geheilt. Das wäre natürlich geil. Nehmen wir mal unseren guten Jerry Lawler. Oh Leute. Muss ich dann am Ende mit Triple H, ey. Das wird hart. So, Lila. Ich will ihn ja auch was kaputt machen. Ne? Dann mache ich auf jeden Fall so. Ah, wieder nicht mitgedacht, Christian. Oh, ich könnte manchmal... Ja, er kriegt wieder mehr. Ist alles richtig. Ich könnte manchmal so abkotzen. Ne? Wir nehmen Lila. Was macht er jetzt? Macht wieder die übelste Chain dort. Ey, das regt mich auf, ey. 6.000, gut, das kriegt man nur so weg. Oh. Klappt natürlich nur beim Pin. Klappt nur beim Pin. Ey, mir platzt gerade schon wieder fast der Arsch hier, ey. Wir nehmen Schwarz. Können dann mal mischen. Der hat hier seine scheiß grüne Attacke schon wieder, wo er sich heilt. Gut, da war auf jeden Fall mal Blau am Start. Oh, das läuft gut, Leute. Die nehmen wir gleich mal hinterher. Oh, ein Lilanes. Ein Lilanes. Das passt. Scheiße. Also nicht scheiße, das ist schon gut. Müssen wir jetzt mal gucken wegen der Attacke. Er heilt sich ja dann natürlich auch. Er hat auf jeden Fall schön Ballett gemacht, die Attacke. Also so schlecht lief das jetzt nicht. So, er heilt sich ja jetzt. So 16.000, ich muss es probieren, Leute, ich muss es probieren. Ich mache 13.000 schon so und dann macht er 5 kaputt, genug sind da. Ich glaube, das reicht. Der ist dann frisch. Ja, sehr gut, Jerry Lawler hat es gerichtet. Nicht ohne Grund habe ich den guten hier bei dem Aufnahmegrafik da. Jerry Lawler, ich kämpfe so gerne mit ihm. Gut, haben wir den Kampf geschafft? Sehr gut. Das Schlimmste liegt noch vor uns. Sofort fahren. Ich glaube, bei Vader werde ich Big John Studd jetzt nehmen. Nur bei Big John Studd muss man halt alles über die Requisiten machen. Und von denen habe ich ja jetzt auch nicht mehr so viele, um ehrlich zu sein. So, ersetzen. Wo ist er denn? Hat der nur Energie? Ja, sehr gut. So, Big John Studd. Rot pushen habe ich nur genug. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Davon kann ich alle verbraten. Ist scheißegal. So, er will natürlich auch rot. Das hauen wir runter. Und grün. Kann ich grün was hochziehen? Einmal nur. Ja, komm, ich nehme das eine für mich mit. Bevor ich seine. Ich habe schon eine für ihn mit runterdrücken. Ha! Oh, dann echt mit dem.
Mit dem Striker dann gegen Andre. Das wird hart, Leute. Aber darüber machen wir uns dann einen Kopf. Das ist auf jeden Fall schon mal geil, aber wir können ja einen Fünfer mitnehmen. Bitte nicht pinnen. Sehr schön, so soll das sein. Und machen so. Das war gut, weil da haben wir echt schon viel gemacht jetzt. Klar, er tut sich da jetzt. Ja, mal lila. Das braucht natürlich keine Bimmel, ne? Gelb ist jetzt auch nicht so wichtig. Komm, ich nehme das. Ich hatte schon Angst gehabt, dass er dann jetzt hier eine Fünfer-Ding hier mit Gelb dann da unten kriegt. Aber sehr gut. Es ist sogar bis 2 gezählt. Also das war schon heftig. So. Und jetzt, Leute, jetzt mache ich hier echt kurzen Prozess. Ich pushe jetzt meine rote Attacke hoch bei ihm. Mach mal so. Und dann haue ich hier gleich noch eine rein. Dann machen wir nämlich die gelbe. Dann macht er nämlich hier so einen Seitenabräumer. Gem macht er dort mit. Bam. Und machen die. Dann macht er den nämlich mit kaputt und zieht nochmal schön ab. Und dann ist Vader fertig. Ja, Big John Stud kann auch manchmal richtig gut sein, ne? Ja, gucke, Leute, das hat vollkommen gereicht. Vader ist weg. Und jetzt kommt der böse Kampf. Der böse Kampf der bösen Kämpfe. Ja. Ja, aber mein scheiß Triple H, der ist doch noch nie geheilt. Komm, dafür haben wir die Medipacks, ey. Ich habe echt keinen Bock, ey. Weil Andre the Giant ist so ein mieser, miesiger Gegner. Und ich habe ja nichts um den jetzt. Vor allem, der ist ein Showboat. Weißt du, wie viel Energie der hat? Ja, ein Striker. Ja, wir haben schon 2, 3 Versuche, können wir schon machen. So, jetzt müssen wir hier echt gucken. Der darf auf jeden Fall seine scheiß gelbe Attacke nicht machen. Habe ich was, um gelb zu unterdrücken? Ja. Ja, mit den anderen macht der ja immer. Ich habe nichts jetzt hier. Lila Attacke hochpushen. Schwarz habe ich hier dabei. Ach, scheiße, ich habe keine ordentlichen Requisiten. Und dann müssen wir halt voll auf Abwehr gehen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich mache den Kampf jetzt eben mal so. Wir versuchen das. Ich weiß, der hat massig viel Energie. Oh, Leute. Wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. 62.000. Auf jeden Fall schon mal eine Viererkette schwarz. Die nehme ich schon mal sehr gerne. Nimm eben mal gelb weg, ist gut. Er nimmt rot. Das soll er von mir aus auch machen. Ne, er nimmt gelb. Wir haben hier eine Viererkette lila. Okay, na, zum Glück ist das nicht passiert, als er am Angriff war. Gut, er nimmt dort sein... Gut, egal was kommt, auf jeden Fall muss die gelbe Attacke von ihm runtergedrückt werden. So, dann nehmen wir hier, können schwarz machen. Ja, nicht pinnen. Ich werde meinen Finisher noch nicht machen, weil er ganz einfach auch gut ist, um seine Attacken runterzudrücken. Deshalb nehmen wir uns hier lila. Boah, das hat sich... Sehr gute Entscheidung war das gewesen. Das war eine sehr gute Entscheidung gewesen. Der ist natürlich jetzt hier wieder... Oh, gucke mal, der hat seinen lila. Hat der schon übelst dort. Ich weiß gar nicht, wie viel das dann am Ende wegnimmt. Ich nimm's. Weil ich habe die Requisiten und ich muss jetzt hier einfach so auf Nummer sicher gehen. Machen so. Machen dann den Finisher. Und da tun wir die Attacken gewissermaßen ja auch nochmal runterdrücken. Sowas nehmen wir. Wenn wir so machen, dann fällt das eh wieder für ihn. Wir nehmen hier gelb. Ja. So, dann können wir auf jeden Fall seine Attacken jetzt ein bisschen runterdrücken. Guck dir das an, ey, wie das da für den alles fällt. Ey, das ist sowas von zu kotzen. So, der hat schon wieder lila am Start. Wie, der pinnt mich. Da müssen wir auf jeden Fall was nehmen, was uns jetzt...
Grün. Okay, hier ist genug Grün am Start. Machen wir so. Und jetzt machen wir wieder Schwarz kaputt. Der Kampf läuft noch gut. Der Kampf läuft noch gut, Leute. Wir nehmen wieder Schwarz in Anspruch. Da ist Gelb, Lila und Grün kaputt gegangen. Oh Gott, reicht das? Ja! Ja! Wie geil! Oh, da, oh, Schwein gehabt, ey. Die Gems waren auf unserer Seite. Und wir kriegen hier tatsächlich die 3 Sterne Gold Brutus Barberschere. Und nochmal über 3000 Gold obendrauf. Jawoll, Mann. Jawoll. Und pass auf. Wir können ja dann öffnen. Ich gehe mal auf Roster. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt 3 oder 4 Scheren? Das will ich jetzt mit euch rauskriegen. Levelaufstieg. 3, okay. Also wenn wir dann heute bei dem Unboxing-Video noch einen kriegen, hätten wir dann hier auch 4. Und dann ist der eigentlich genauso weit wie, sogar weiter wie der Jerry Lawler, weil die Marken würde ich mir dann über meine Dollars holen. Aber darfst du nie vergessen, du musst den ja hier auch noch leveln, ne? Und Manöver musst du auch noch hochpushen, ne? Und Powerhouses, ich weiß nicht, ob die 200 reichen. Bis 8 muss er am Ende, okay. Ja, ist so eine Sache, Leute. Aber auf jeden Fall das geschafft, was ich mit euch wollte. Ja, heute mal echt eine längere Grinding-Ausgabe. Wie gesagt, das Video, wo wir alles auspacken, das kommt dann entweder morgen, spätestens morgen kommt das, Leute, versprochen. Und da könnt ihr euch dann angucken, was es halt alles so gibt und ob wir vielleicht den Superstar schon hochpushen können. Das wäre natürlich mega pornös. Und ja, da würde ich euch sagen, viel Glück, wenn ihr nebenbei Tapmania spielt, Supercard spielt oder auch Champion spielt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, Leute. Total geil, dass ihr eingeschaltet habt. Keep on Wrestling, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao!